Willkommen zum neuen TagView Vlog. Wie man erkennen kann, bin ich wieder im sonnigen Auckland unterwegs und dies ist das Alton Reserve. Das heißt nicht nur so wirklich, das heißt Alton Reserve, nahe meiner Unterkunft. Und hier habe ich ein Thema, was auch ein bisschen altbacken ist, ein Smartphone, nämlich das Sony Xperia 1, was jetzt schon vor einem Jahr etwa auf dem MWC angekündigt worden ist. Jetzt, da der MWC ausfällt, wahrscheinlich das Nachfolgermodell Xperia 1.1 oder Xperia 0 oder wie es auch immer heißen wird, erscheinen wird. Und ich habe mir gedacht, okay, wollen wir das einfach mal reviewen, dieses Gerät, beziehungsweise ich will euch meine Langzeiterfahrungen mit dem Gerät näher bringen. Ich habe es jetzt schon seit einigen Monaten im Einsatz. Es ist etwa seit 6 Monaten auf dem Markt. Und ja, ich möchte euch näher bringen, was mir so aufgefallen ist. Das erste, was man natürlich sieht, ist dieses ungewöhnliche Display-Design im 21:9 Format. Das ist mittlerweile tatsächlich auch angekommen bei anderen Herstellern. Motorola hat es kopiert, Sony war der Vorreiter. Selbst Samsung hat mit dem neuen S20 ein ähnliches Format gebracht. 20:5, 4:5, irgendwas zu 9 oder sowas. Ich weiß es nicht, 20,45 oder 20,9:9. Also sind in ähnlichen Kategorien angelangt wie das Xperia 1. Und ich glaube sogar, das S20 Plus hat die gleichen schmalen Abmaße wie das Xperia 5. Also man ist da wirklich jetzt, das ist der Trend. Da geht's hin. Wo wir gerade beim Display sind, das ist wirklich ein super Display, das Sony hier rausgehauen hat. 4K. Man muss aber ganz ehrlich sagen, AMOLED, man muss aber ganz ehrlich sagen, im Alltag, nee. Da merkt man den Unterschied zu meinem Huawei Mate 30 Pro oder meinem P30 mit einer Full HD-Auflösung nicht. Gestretchte Full HD-Auflösung zugegebenermaßen, aber das merkt man einfach nicht. Aber sobald man Netflix startet oder eine andere Videostreaming-App, die hier unterstützt wird, mit 4K-Auflösung Videos anschaut und dann noch HDR aktiviert hat, dann geht ein Traum in Erfüllung. Das ist wirklich ein super geniales Display. Auch der Creator-Modus, der es einem ermöglicht, die Farben und Farbdarstellungen von Filmen und Serien so zu sehen, wie sich der Hersteller, der Creator das so gedacht hat, ist eine tolle Funktion und das geht voll in Ordnung. Auch in der Sonne hier, seht ihr, die Sonne strahlt hier direkt drauf, ist es noch gut ablesbar, das Super AMOLED-Display oder das AMOLED-Display, und es liefert gute Kontrast. Verhältnisse und eine gute Helligkeit. Gehen wir um das Gerät herum, werden wir feststellen, dass dort ein Klinkenanschluss fehlt. Also wer ein Mikrofon anschließen möchte oder wer einen Kopfhörer anschließen möchte, dem fehlt eben die Möglichkeit, das zu machen. Dazu gibt es halt nur den USB-Typ-C-Anschluss und einen Dongle, den ich gerade benutze an meinem Mate 30 Pro, womit ich diese Aufzeichnung hier mache. Und da habe ich mein Mikrofon zum Beispiel angeschlossen. Ansonsten befindet sich auf der Unterseite ein Lautsprecher, aber der wird auch in Kombination mit dem oberen Lautsprecher verwendet, um einen Stereoklang zu machen. Zusammen mit Dolby Atmos gibt es da wirklich einen super genialen Klang, gerade wenn man auch wieder hier Serien auf Netflix, auf Amazon Prime Video und wie sie alle heißen guckt, wird das besonders deutlich. Ziemlich gut, was den Sound angeht, besser als der Mono-Sound von meinem P30 oder Mate 30 Pro. Klar, es wird etwas blechernd, wenn man da auf 100% geht, aber so etwas runter auf 90-95%. Schon klingt das wirklich ziemlich gut und ziemlich laut. Dann das Gerät sehr solide verarbeitet, aber ihr seht auch schon, ich habe eine Hülle drumherum, weil es sonst zu glatt für mich ist. Ich habe allgemein immer sehr gerne Hüllen um meine Smartphones, deshalb werdet ihr das wahrscheinlich entschuldigen müssen, dass ich das wirklich im Langzeittest nur mit Hülle wirklich sagen kann. Sehr solides Smartphone, keinerlei Probleme, was das angeht. Einzig, wenn wir uns die Buttons anschauen, der getrennte Power-Button vom Fingerabdruckscanner ist so ein bisschen nervig. Und wenn wenigstens der Fingerabdruckscanner zuverlässig funktionieren würde, wäre das kein Problem. Aber so manches Mal, wenn ich den Finger etwas schwitzig habe oder etwas feucht habe, funktioniert der einfach nicht. Und dann muss ich halt meinen PIN eingeben, was so ein bisschen ärgerlich ist. Aber das so zur Hardware selber. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, wo ich meine, das ist einfach ein Konstruktionsfehler, dieser Fingerabdruckscanner.
So, wollen wir mal weitermachen zur Hardware selber. Auf der Rückseite Kameras. Drei Kameras, Triple-Kamera, Ultraweitwinkel, Weitwinkel und Tele, Zweifach-Zoom. Die ermöglichen mit ihren 12 Megapixeln gute Aufnahmen. Aber ihr könnt mein Kamera-Review dazu genauer anschauen. Es sind Aufnahmen, die mithalten können mit der Spitzenklasse, aber sie nicht übertreffen können und eher im unteren Spitzenklassenniveau angesiedelt sind. Frontkamera hat kein 4K, hat dafür aber 1080p mit einer guten Stabilisierung, die ihr auch in meinem Video, in meinem Kameratest sehen könnt. Was die Software angeht, läuft hier jetzt Android 10, das heißt, ausgeliefert wurde es mit Android 9 und hier ist jetzt Android 10 drauf, das heißt, Sony hat das Upgrade-Versprechen eingehalten und ist auch relativ gut, was die Sicherheitspatches angeht. Ich habe aktuell, wir sind gerade im Februar, den Stand Januar-Patch installiert auf meinem Android 10 Sony Xperia 1, eine gute Geschichte. Sie halten also da relativ gut mit und auch das nächste Android-Upgrade sollte darauf auch noch erscheinen, genauso wie dem fast baugleichen, nur etwas kleineren Modell, dem Bruder des Xperia 5. Ansonsten, was kann man über das Gerät sagen? Akkulaufzeit ist ein bisschen mager. 3300 mAh starker Akku für dieses 4K-Display ist ein bisschen was viel. Das heißt, ich komme damit über den Tag, aber 4-5 Stunden On-Screen-Time, Screen-on-Time heißt es, glaube ich, also Bildschirmanzeit, ist das Maximale, womit ihr von ausgehen könnt. Was den Empfang angeht, keinerlei Probleme, LTE ohne Probleme, Geschwindigkeiten okay, Anrufen überhaupt keine Probleme, Soundqualität ist super, ist ordentlich, genauso wie bei vielen anderen Smartphones in dieser Preisklasse. Ebenso, das Gerät ist ziemlich dünn, ist ziemlich balanciert, obwohl es halt eben dieses langgezogene Display hat, das ist also eine schöne Geschichte und es ist nicht allzu schwer, das ist eben auch eine tolle Sache, aber es passt auch nicht immer in eine Hosentasche rein, weil es rausschaut manchmal aus meiner Hosentasche. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil es einfach zu lang ist. Aus dem Grund würde ich sagen, für die Leute, die sich für ein Xperia 1 interessieren und die Features und Funktionen, die es dort gibt, da kann ich euch empfehlen, schaut euch mal das Xperia 5 an. Das hat zwar nicht ein 4K-Display, aber trotzdem ein super AMOLED-Display. Und das kann auf jeden Fall mit einer ähnlichen Hardware aufwarten und wäre vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Aber bleiben wir bei diesem tollen Teil hier. Sehr schön finde ich hier auf der Oberseite, dass man die SIM-Karten einfach so wechseln kann. Man braucht kein SIM-Karten-Tool. Gerade als ich hier in Auckland zum Beispiel angekommen bin, ich brauche eine SIM-Karte. Und dann gehe ich dann zum SIM-Händler und dann hole ich mir eine Prepaid-SIM-Karte oder so. Und dann, ja, wie setze ich die jetzt ein? Ich habe kein SIM-Karten-Tool. Die sind alle zu Hause. Ja, Gott sei Dank habe ich mein Sony Xperia 1 dabei. Da muss ich einfach nur meinen Fingernagel reinstecken und kann die SIM-Karte rausziehen und auch eine Micro-SD-Karte, Speichererweiterung mit einsetzen. Eine wirklich tolle Geschichte, wie ich finde. Und das macht nur Sony so. Warum macht das nur Sony so? Warum kann da kein anderer Hersteller mal auf die Idee kommen? Huawei, Samsung, LG und wie sie alle heißen. Wirklich eine tolle Geschichte. Das hören wir im Hintergrund vielleicht in die Sirene, vielleicht auch nicht. Ich rede einfach mal weiter. Soundqualität habe ich ja schon gesagt, ziemlich gut über die Lautsprecher, aber auch der mitgelieferte Dongle liefert guten Sound, auch wenn das nur analog ist, nicht digital. Also ich glaube, Huawei liefert hier einen digitalen Anschluss nach, zumindest digitale Kopfhörer. Hier ist das halt so ein analoger, der braucht nicht viel Strom, funktioniert aber mit allen Headsets und man kann auch Mikrofone einstecken. Ich habe jetzt hier mein Mikrofon zum Beispiel angesteckt, es ist jetzt am Mate 30 Pro angestöpselt, aber es funktioniert damit auch. Schön, dass Sony das mitliefert. Batterie, Akku ist so ein bisschen problematisch. Da würde ich mir beim Nachfolger wünschen, dass man da einen 4000 mAh Akku reinhauen würde. Auch wenn das Gerät ein bisschen was dicker werden würde. Man kann sogar ein bisschen was dicker machen. Ihr seht hier vom Handling her, ich habe es immer mit einer Hülle. Ich bin halt so ein Hüllenmensch. Hüllenmensch. Und dadurch wird halt eben der Kamera Bump, wie heißt also dieser Hügel von der Kamera, dann abgeflacht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie es komplett flach machen können oder nahezu flach machen können, indem sie einfach einen größeren Akku mit einbauen, was sich viele sicherlich wünschen würden. Schnell geladen werden kann das über USB Typ C. Man kann damit auch Ausgaben machen. Das ist ein USB Typ C 3.1er Anschluss. Das heißt, da kann man auch über HDMI eine Ausgabe machen. Aber Sony hat da, so wie ich das gesehen habe, keine extra Desktop-Oberfläche oder sowas für die Leute, die das interessiert. Ansonsten kann ich sagen, sehr solides Phone. Geht nicht so schnell kaputt. Ist mir auch schon ein paar Mal auf den Boden gefallen.
Ist also überhaupt kein Problem. Kameras würde ich mir wünschen, beim Nachfolger ein bisschen was noch besser, dass das wird. Ansonsten, was ich sehr schön finde, ist die Entwicklung der Kamera Pro App. Der Pro App, wie heißt sie hier? Cinema Pro heißt die App. Da werde ich auch noch ein separates Video dazu machen für die Leute, die sich dafür interessieren. Ansonsten solide Hardware, solide Software, die ständig verbessert worden ist. Für die Leute, die vielleicht ein Review gesehen haben zum Xperia 1, was jetzt schon 6 Monate alt ist oder so, traut der ganzen Geschichte nicht, weil durch Software-Updates wurde die Kamera-App vornehmlich verbessert und jetzt gerade durch das Android 10 Update nochmal die Geschwindigkeit deutlich verbessert und die Kamera-App stürzt nicht mehr so häufig ab, am Anfang ist sie häufig abgestürzt, muss man ganz ehrlich zugeben, auf Android 9. Mittlerweile habe ich keinen einzigen Absturz gehabt mit Android 10 und ich kann euch sagen, also die neueste Software läuft hier wirklich sehr, sehr flüssig und gut. Insgesamt, was würde ich sagen zum Sony Xperia 10? Ah, ich habe den Free Software Index vergessen. Kann angelockt werden, kriegt 5 von 10 Sternen oder 5 von 10 Punkten, weil es eben angelockbar ist. Also es kann den Bootloader entsperren, man kann sein eigenes Betriebssystem draufpacken. Sony liefert mit dem Open Device Programm, wo das Xperia 1 und das 5 auch drin steckt, die Möglichkeit, euer eigenes Android-Betriebssystem oder auch ein Selfish S oder sowas drauf zu flashen, wobei Selfish S, jolla, bringt mal ein Selfish S für das Xperia 1 heraus. Würde mich auch sehr freuen, das mal zu testen. Es ist ein sehr solides, grundsolides Phone von Sony und zu Recht ein Comeback-Phone. Für alle diejenigen, die jetzt drauf lauern, das ein bisschen was günstiger zu bekommen oder den kleinen Bruder etwas günstiger zu bekommen, wo das neue Nachfolgemodell rauskommt, kann ich nur empfehlen, da mal drauf zu schauen. Auch wenn das Format ein bisschen ungewöhnlich ist, aber in Zukunft werden wir uns an dieses Format gewöhnen müssen, fürchte ich. Fürchte ich das wirklich? Nee, ich begrüße das auch teilweise. Weil das wirklich ein tolles Format ist, weil die Geräte größer werden, aber schön handlich, wie man hier sieht. Immer noch wunderbar in der Hand, wobei natürlich oben komme ich nicht mehr dran, aber da hat ja Sony Gott sei Dank die Möglichkeit uns gegeben, einfach mal hier auf dem Bildschirm runterzuwischen, um dann das Tray aufzurufen und die Benachrichtigung aufzurufen. Das klappt also ohne Probleme. Also Free Software Index, vorbildlich. Sony ist noch nicht alles auf 10% Niveau, aber sehr, sehr vorbildlich. 5 oder sogar mehr Punkte kriegst du. Ich werde da später nochmal das einblenden, da könnt ihr das auch selber lesen. Über meinem Gesicht wahrscheinlich wird es einblenden, weil wer will mein Gesicht für 10 Minuten oder 12 Minuten sehen. Nun ja, insgesamt auf jeden Fall ein tolles Gerät. Ich werde es behalten. Es wird mein BlackBerry Key 2 abgelöst, weil es einfach ein schnelleres Gerät ist mit einer deutlich besseren Kamera und diese Cinema Pro App ist wirklich der Hammer. Wenn man mal damit arbeitet, man kann damit wirklich tolle Geschichten machen und ich werde das noch in einem separaten Video auch nochmal erklären. Ansonsten, was habt ihr Erfahrungen gemacht mit dem Xperia 1 oder dem Xperia 5? Würde mich interessieren, in den Kommentarbereich reinposten, ansonsten liken, subscriben und den ganzen Knalleradatsch. Das war's für diesen TechView Vlog aus dem sonnigen Auckland in Neuseeland, ins kalte Deutschland wahrscheinlich, wo ihr euch gerade befindet. Naja, ganz so kalt ist es ja nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.